Die größte Frage, die die Menschen bewegt in allen Lebenssituationen, ist die Frage nach dem Lebenssinn. Und mit dieser ersten Frage, was ist mein Lebenssinn, beginnt eigentlich auch spirituelles Erwachen. Doch solange der Mensch gewohnheitsgemäß den Lebenssinn im Außen sucht, ausschließlich in seinem Beruf, in der Partnerschaft, in Kindern oder in anderen Bereichen, ist er ein Suchender. Er findet es nicht. Weil der Lebenssinn immer natürlich im Inneren liegt, der Lebenssinn ist die Liebe zu leben. Doch die Liebe zu leben wäre falsch gedacht, wenn man sich vorstellen würde, das ist irgendein Zustand, der anhalten muss, wie zum Beispiel in Liebe zu erstarren oder vor lauter Glückseligkeit sich nicht vorwärts zu bewegen. Nein, Liebe zu leben bedeutet, das Leben in all seiner Wertschätzung, in all ihrem Fluss, mit jedem einzelnen Tag zu genießen und eben liebevollen Sinn in allen Erfahrungen zu durchdringen, zu begreifen, auch wenn dieser mit vielen Erwachungsmomenten einhergeht. Es ist wahr, wir sind göttliche Wesen, liebevolle Wesen, und es ist auch unsere Aufgabe, in Liebe zu sein. Wir haben den Weg dorthin in unserem Seelenplan. Liebe zu leben, verlieren wir oftmals aus den Augen durch Stress, durch Werte, die nach außen gerichtet sind, durch mangelnde Selbstwertschätzung und mangelnde Selbstliebe. Und durch diese Lebenssinnfrage kommen wir wirklich auf den Wesenskern der Spiritualität und fangen an, im Inneren voller Freude, Liebe und Zuversicht aufzuräumen, uns gesunde Selbstliebe zu schenken und dadurch eine erfüllende Nächstenliebe zu haben zu unseren Familien, zu unserem Umfeld, zu der Welt und damit in Gottes Allliebe immer mehr zu erstrahlen. Das heißt, Meditation muss unser Alltag sein. Spiritualität ist das Leben. Und am intensivsten können wir uns mit Gebeten und mit Segnungen helfen. Gerade wenn die Menschen in ihrem Lebenssinn etwas verloren sind, hilft ein Gebet, wieder Zugang zu seinem Schutzengel zu erlangen, sich an den Schutzengel zu erinnern und wieder sich auf das Lichtvolle auszurichten. Eine Segnung für sein lichtvolles Leben auszusprechen und damit selbst in seinem liebevollen Verhalten das Leben zu gestalten. Lass uns das gemeinsam machen. Gehe in eine lichtvolle Haltung eines Gebets. Falte deine Hände zusammen, so fließt die Energie am stärksten. Atme dreimal tief durch, komme zur Ruhe. Lächle dich und die Welt an und erinnere dich an Gottes Kraft und an deinen Schutzengel. Und lächelnd sprich im Herzen mit Gefühl: Liebe lichtvolle geistige Welt, ich bitte um Gottes Kraft und Führung der Engel. Ich bitte um Segen und Heilung, um Führung durch meinen lichtvollen Seelenplan zu meinem lichtvollen Lebenssinn. Mein lieber Schutzengel, du bist in meinem Leben willkommen. Sei bei mir und wirke durch meine liebevollen Taten und teile mir stets mit, in welcher Weisheit und Güte ich mein Leben gestalten soll, in welcher Kraft
der Liebe ich meine Schritte tun darf. Liebe lichtvolle geistige Welt, bitte unterstützt mich darin, dass ich alles licht und sinnvoll für alle Beteiligten entwickeln darf. Bitte stärkt mich in dem, was meiner Aufgabe entspricht. Ich weiß, ich bin gesegnet und werde geliebt. Amen. Nimm bitte jetzt deine heilenden Hände einfach zusammen. Fühle deine Fingerkuppen und nimm deine Hände auseinander. Atme tief durch und du wirst merken, dass Energie deine Hände durchströmt, die heilende Kraft Gottes, und dass du die Hände nicht einfach ohne weiteres, ohne Gegendruck schließen kannst. Und in deiner Vorstellung lasse eine gesegnete Lichtkugel entstehen. Dein Lächeln hilft dir dabei. Und diese zentrierte Energie der Segnung programmiere mit deinem Gebet und sprich: Liebe lichtvolle geistige Welt, möge der himmlische Segen über allem ruhen. Ich bitte um Segen für mich und meine Familie, für die ganze Welt. Möge der Lebenssinn der Schöpfung, der Liebe sich erfüllen und sich alle Menschen ihrem liebevollen Herzen widmen und Liebe in der Welt verbreiten. Möge der Friede durch alles strömen. Amen. Du spürst die Intensität der Segnung der Lichtkugel und übergebe das einfach nach oben an den Himmel. Die Engel fangen es auf und verteilen das über die Welt, über deine Familie, über deinen Lebensweg. Und dein Lebenssinn der Liebe wird in deinem Herzen immer bewusster. Und dann streich deine Hände aus und spüre die Liebe in dir. Die Liebe zu dir Frieden und Dankbarkeit für das Sein. Und du wirst merken, dass das der Lebenssinn ist, sich immer wieder in jeder Lebensphase auf seine tiefe Weisheit zu verlassen.